So. Jetzt sind wir aber am Dünenmeer. Wir werden bestimmt bald überfallen. Wir hatten das erste Mal seit langem, dass wir schießen. Achso, warte, ich hab den Astromech noch bei. Moment! Wir müssen kurz den Astromech loswerden und dafür lieber Mission mitnehmen. Bop, bop. Knoten 2 mit der Fehler. Ja, warte mal, das war... Knoten 1 meldet das Knoten 2 Fehler. Das Knoten 2... Ach so! Weil beide Knoten... Weil sowohl K1 als auch kurz 2... K... Hä? Na, nee. Okay, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Warum zur Hölle fährt man bitte schon mit so einem riesengroßen Ding durch die Landschaft? Warum? Oh, da kann ich davon Gamorreaner erschießen. Du hast von einer kleinen Gruppe Sandleute überfallen. Das ist gut. Das sind 3 Roben, ne? Ach cool, ich kann ja Machtbetäubung. Ja, warte mal, das machen wir mal eben. Die sind schon vor allem schon angeschlagen. Wie gut ist denn ein HK-Dingsbums hier eigentlich? Er kann nur Aufladungsschuss, ne? Akzeptiert. Angesichts der nahen Feinde hat HK-47 seine Kampfsysteme aktiviert. Das ist kein Moment, um ihn anzusprechen. Ach nee. Wirklich? Das ist ja ein Ding. Na komm. Ich bin hier! Warum ist er eigentlich nicht betäubt? Was? Aua, die machen ganz schön Damage. Was? Ernsthaft? Oh. Okay, die Sandleute sind ganz schön stark. Was? Die leben ja immer noch. Und die haben Medipacks. Okay, ich glaube, das muss ich nochmal laden, weil das sieht jetzt gerade gar nicht so gut für mich aus, ne? Ich weiß nicht, wie Whisper schon wieder umgekippt ist. Das ist jetzt mich sehr unpraktisch, sag ich mal. Ja. Die Gruppe wurde aufgerieben. Zurück zum Hauptmenü. Okay. Okay, also die Sandleute sind, also sind ganz schön Business. Ich hätte gedacht, dass die irgendwie leichter zu töten sind. Na gut. Okay, also nächstes Mal nicht, gehen wir das nicht so sanft an. Du hast von einer kleinen Gruppe Sandleute überfallen. Ja, wäre natürlich voll gut, wenn ich jetzt Bastille dabei hätte, ne? Vor allem, weil Betäuben auch nicht geklappt hat. Das war ein bisschen ärgerlich. Nee, nicht auf den Betäubungsstrafe. Den dahinter, bitte. Ach, verdammt, ich habe meine Begleiter nicht gewechselt. Naja, den Käfer haben wir 2 Schilddisruptoren? Habe ich nicht noch einen Betäubungsstrafe? Okay, na gut, dann nicht. Ja, Schilddisruptoren sind ja eher unpraktisch, oder? Warum sind denn jetzt hier auf einmal... Kommt der denn auf einmal her? Ich bin hier! Die halten ganz schon was aus! Hat nicht irgendjemand von euch noch eine Flammenwerfertasche? Werfen wir noch eine Splittergranate, okay, ja nicht. Ich glaube, das war diese Drecksviecher sich auch heilen. Ich bin hier. Das ist so ein echtes Problem, ne? Also hör mal an. Ernsthaft? Warum sind denn diese so verdammt stark, diese Sandleute? Das ist ja auch eine unangenehme Überraschung, dass sie sich auf einmal als sehr stabil herausstellen. Und wir laden zum zweiten Mal. Fängt auf jeden Fall gut an. Du musst so Blechflöcks alles noch selber machen. Ja, vor allen Dingen, weil irgendwie... Okay, aber mit diesen Sandleuten wollen wir ja eh nicht reden, nicht wahr? So, wir nehmen mal wieder mein gutes altes Team mit. Weil Blaster kacke sind. Sei still, Blaster sind super. Quick save. So. Du wirst von Sandleuten überfallen.
Also beim dritten Mal ist man nicht mehr ganz so überrascht wie die ersten zwei Male. Ein Spiel, wo diese Sensor Schaden zu machen, aber nicht hier. Ja, warte mal, wir machen das hier erstmal ganz diplomatisch. Achso, weil ich nur betäuben kann. Betäuben ist natürlich nicht so cool wie Lähmung, ne? Sollte meine Leute vielleicht auch ein bisschen verteilen, ne? So, wenn alles jetzt perfekt läuft, sind danach alle drei tot. Was kann ich tun? So, Bastille, haben wir eigentlich noch was Cooles zu werfen? Ja? Nimm das! Du schießt weit auf diesen Typen da. Es kann ja nicht sein, dass der irgendwann mal überhaupt mal zum Einsatz kommt. Ja, das muss wehgetan haben. Whisper, du darfst durchaus auf diesen Typen schießen, der direkt vor dir steht. Hm? Nimm das! Warum können die das? Okay, alles abbrechen. Wir machen nochmal Betäuben auf den da. Okay, dann müssen wir nochmal eine Heilung werfen. Das Tier betäubt in der Zwischenzeit den Typen nach. Hä? Das Ding ist halt irgendwie, dass die das... Okay, anscheinend müssen wir noch ein paar Mal Heilung spammen. Wir machen nochmal Lähmung auf den da. Mischen schießt weiter mit Scharfschützenzeug. Wir spammen weiter in Heilung, würde ich sagen. Oder? Die Macht ist auf meiner Seite. Nehmt das. Ist aber auch ein Elite-Krieger, ne? Also irgendwie ist Heilungsspam auch gar nicht so toll, wie man allgemein meinen möchte, oder? So, na, der ist aber auch gleich down. Okay, wir sollten vielleicht mal irgendwie... Hier, nimm das. Ich muss weggefahren. Ah ja. Eis. Was ist denn das hier noch? Ritter-Tapferkeit? Keine Ahnung, was das macht. Spam noch Heilung. Meine Leute sind übrigens erstaunlich low, muss ich mal sagen, ne? HK 47 macht auch richtig hochgezogen auch Schaden. Ja, der hat recht viel Geschicklichkeit, ne? Ich bin hier. Aber dafür, dass es hier nur drei Stück waren, waren die jetzt schon ganz schön mächtig, sag ich mal, ne? So, wir finden einen Verfassungsenhancer und ein verbessertes Medikit. Ich dachte schon eine Warnung vor Tusken Raider. Naja, gut. Dann muss ich mal meine Gruppe nochmal tauschen. So, Bastila kommt wieder weg. Wir nehmen HK-47 wieder mit. Ist das meine Gruppe? Ne, oder? So, zack. Zurück zu Eben Hawk. Das ist doch ein lächerliches Safe-Scam, was ich hier gerade betreibe, ne? Aber eigentlich wollte ich nur meine Gruppe wechseln, nämlich nicht voll. Na gut, bin ich sowieso vollgeheilt. Das macht's auch ganz leicht. So, Judy. Vor allen Dingen, ich bin vollgeheilt, aber das Schild von dem Schildzauber. Kannst du nicht mischen oder so verkaufen? An die Tusken Raider? Oh ne, das sind gar keine Tasten mehr, das sind Sandleute, ne? Wer sind denn die Typen da hinten? Das sind nicht die Gamorianer. Die ich ja eigentlich lieben gern getroffen hätte, ne? Wer sind das? Ach nee, das sind Cherker-Leute. Kann ich die einfach niederschießen? Ach, das sind Minenarbeiter, okay. Guten Tag, meine Herren. Kann ich Ihnen helfen? Wir kamen praktisch gar nicht dazu, zurückzuschießen. Der Captain kann euch alles darüber erzählen. Wie genau schaffen die es mit so einem Panzer eigentlich überfallen zu werden? Wer seid ihr? Ach, spielt keine Rolle. Könnt ihr mit einem Blaster umgehen? Sie können jeden Augenblick wieder angreifen. Ich denke, wir haben allein keine Chance gegen eine weitere Welle. Warum sind die außerhalb ihres Panzers? Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen in Sichtweite zu Dingsbums hier, wie auch immer der Ort heißt. Ich habe seinen Namen schon vergessen. Anchorhead. Eure Berglöse sind Feiglinge. Ein einziger Angriff hat euch ausgelöscht. Naja, das ist das Werk der Sandleute. Da habt ihr recht. Sie kamen praktisch aus dem Nichts. Wartet. Verdammt! Es geht schon wieder los! Wie machen sie das nur? Naja, es sind die Sandleute, ne? Ich meine, der Name ist Programm. Und irgendwie ist es so, Krieger. Vor allem ist es schön, dass ich soll diese Stöcke einsacken, um dafür Belohnungen zu bekommen. Aber bis jetzt ist in der Richtung noch nichts aufgefallen, dass es da irgendwie Kohle für gibt, ne? So. Also er hat auch noch einen Betäubungsstrahl, ne? Das muss ich.
Was? Ich bin hier. Würde mir wirklich wesentlich besser gehen, wenn die aufhören, würde man meine wichtigen Leute verhauen. Hallo? Ich glaube, die Sandkriege hier sind leichter. Ne? Okay, auf den Schock erstmal ein Heal. Ist das mein Roboter nicht? Warum macht sie denn jetzt die Fähigkeit? Habe ich das befohlen? Wenn man jedes Mal, wenn mein Roboter Schaden nimmt, kriege ich ihn halt nicht repariert ohne weiteres, ne? Ach, kommt da noch mehr? Oh. Ich würde doch eigentlich mit diesen Leuten reden. Okay, er haut sich dabei mal so ein... Was haben wir noch eigentlich außer Konstruktionsrolle? Wir haben noch Rap-Kits, wir haben noch verbesserte Reparatur-Kits. Wollen wir uns rein? Okay. Gut, wie viel Macht habe ich noch? Oh, eine Menge. Ich bin hier! Warte mal, dann versuchen wir erstmal mit Scharfhütze. Vielleicht kriegen wir ja zwei Stück rausgenommen. Kriegen wir zwei Schuss Scharfhütze und Dings raus? Ja, nehmt das! Nehmt das! Okay, gut. Dann den betäuben. HK-47 fängt mal an, Granaten zu werfen. Weil das anscheinend das ist, was ich jetzt machen muss. Akzeptiert. Okay, der ist betäubt. Tarkan nimmt den Typen raus, der nah dran steht. Mischen. Snipe bitte mal den dann. Hoffen, dass die noch betäubt kriege dabei. So, und du machst? Keine Ahnung. Ich bin hier. Das ist sehr süß, wie meine Leute immer auf die Sandleute schießen, die gerade sowieso schon betäubt sind. So, müssen. Ja. Alter! Ich sehe meine Maus gerade nicht, das ist ja unpraktisch. Okay, auf den Schock erstmal eine Splittergranate. Ich würde meine Maus lieben gerne sehen. Bereit. Ich sehe meine Maus wieder. Was macht denn jetzt diesen Betäubungsstand? Das habe ich aber auch nicht gewusst. Oh, fuck. Okay, darf erstmal eine AOE hier. Ja. Warum hat er nicht nur ein Vibratomesser bei. Genau, Vibratomesser. Vibroklärmesser. Alter, noch mehr! Ernsthaft? Okay, diesmal stellen wir hier aber mal Dingsabums davor. So, also jetzt habe ich auf jeden Fall keine Machtfähigkeiten mehr. Das macht es definitiv schwierig. Das muss wehgetan haben. Obwohl, wir haben aber auf jeden Fall noch HK-Fähigkeiten, ne? So, und jetzt bitte Fokusfeuer auf den einen Typen, der tatsächlich noch steht. Ich bin hier. Das muss ich getan haben. Und wie hält die Betäubung einfach nicht so lange an, wie ich es gerne hätte? Sie ist schon genug, aber sowas von. So, HK haut sich in der Zwischenzeit nochmal ein Selbstreparatur-Kit rein, würde ich sagen, weil der Roboter aus irgendwelchen Gründen gerade tankt. Was? Das muss ich getan haben. Also diese Zielpriorisierung von diesen Sandleuten. Oh. Haben wir noch ein besseres Reveal? Konstruktionskit. Was macht das? 79. Okay. War wahrscheinlich gerade Quatsch, weil der Kampf eh vorbei ist. Müllberg? Schön. Ich kann die Sandleute nicht mal plündern. War es das jetzt? Ich danke euch für eure Hilfe. Na, das war richtig Quatsch. Ich denke nicht, dass wir die Stellung noch viel länger halten können.
Wir sind keine Soldaten. Hat euch der Konzern geschickt? Es ist an der Zeit, dass sie diese Bestien endlich vertreiben. Ich habe mich also, ich hatte andere Fragen über die Wüste. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe von der Wüste genug. Macht doch mit den Sandleuten, Great-Drachen und verrückten Jägern, was ihr wollt. Was wisst ihr über die Sandläufe? Nur, dass sie alles angreifen, was sie sehen. Nun gut, sie greifen sich nicht gegenseitig an. Aber jeder Fremde ist so gut wie erledigt. Der Konzern hat versucht, uns zu bewaffnen. Aber das Resultat ist schlicht und einfach, dass die Sandleute dann den Leichen auch noch die Waffen abgenommen haben. Ihre Enklave gleicht inzwischen einer Festung. Wir sind keine Soldaten. Sie setzen uns außer Gefecht und klauen uns die Waffen. Sie haben sogar die Java dazu gebracht, die Geschütze zu deaktivieren und um ihre Enklaven herum wieder aufzubauen. Es gleicht einer Festung. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da durchkommen wollt. Ich an eurer Stelle würde mich hineinschleichen. Nun ja, ehrlich gesagt würde ich an eurer Stelle darauf pfeifen und nach Anchorhead zurückgehen. Aha. Das Ding ist, wenn die auf mich, wenn die tatsächlich Blaster benutzen würden, wären die Kämpfe auch viel einfacher. Weil ich habe ja nur Probleme mit Massen an Nahkämpfern. Weil wenn die alle im Fernkampf gehen würden, könnte ich Schilde werfen und alles wäre geil. Die haben Geschütze? Sie nehmen, was sie kriegen können. Sie hassen unsere Technologie, aber setzen sie mit Vorliebe gegen uns ein. Das gilt für Blaster und auch für Geschütze. Man muss ja auch kein Genie sein, um sie zu bedienen. Sie kennen sicherlich nicht alle Spezialfunktionen. Sie warten nur darauf, dass sich jemand nähert und schalten sie ein. Ah ja, so funktionieren Geschütze. Man schaltet sie ein und dann treffen die von alleine oder was? Was? Die haben fast Star Trek-Uniform? Nein, nicht wirklich. Ich hatte andere Fragen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe... Okay, gut. Ja, gut. Und wir auch. Es ist unmöglich, dass wir hier etwas reparieren, während wir ständig angegriffen werden. Soll die Wüste sich doch das Ding holen? Die Javas werden das alles früher oder später ohnehin bergen. Dann können wir es von ihnen zurückkaufen und wieder von vorne anfangen. Macht Sinn, würde ich sagen. Macht es das? Aber hey, das haben alle überlebt und ich habe umsonst eins von diesen Reparaturkits verballert. Ich kann die Javas halt nicht plündern, das nervt mich so sehr, weil ich soll doch eigentlich so eine Sandbeutel-Uniform von der Bande mir greifen oder nicht. Na gut. Safe Scam! Klar, ich könnte jetzt darauf warten, dass sich mein Mana regeneriert hat, aber das wäre ja totaler Quatsch, ne? Naja, gut, okay, das war also der Angriff der Sandleute. Schön.